die vegetarisch durchgegessen habe. Wirklich jetzt? Nein, das ist Fleisch. Oder nicht? Ein Geschmackstest der besonderen Art im Loop 5 in Darmstadt. Auf dem Tablett sind Hackbällchen. Keine Frage, optisch unterschiedlich von zwei verschiedenen Herstellern. Aber in keinem von beiden ist Fleisch. Ja, die braunen schon sehr nach Hackfleisch, also nach den typischen Hackfleischbällchen. Aber es sind beides Fleischfrikadellen? Würde ich sagen, ja. Beides Fleisch, ja. Hier eher schon mit Fisch. Und hier so, ja, Hackfleisch. Also da habe ich gedacht, dass es Fleischbällchen sind. Ja, ja. Hätte sogar Rindfleisch sein können, weil das so ein bisschen trockener ist. Selbst in kleinen Supermärkten füllen vegane und vegetarische Produkte die Kühlregale. Die Discounter, allen voran Aldi, sind auch mit dabei. Die Basis: Soja, Erbsenprotein, Weizenprotein, Gluten, Mykoprotein. Generell steht der Ernährungswissenschaftler Dr. Stefan Lück fleischlose Ernährung aufgeschlossen gegenüber. Hier gibt es jedoch ein großes Aber. Hier werden Lebensmittel, das muss man wissen, konstruiert. Das heißt, sie werden genauso zubereitet, zusammengestellt mit Zutaten, aber eben auch Zusatzstoffen, dass sie so aussehen wie Fleischprodukte, dass sie so schmecken wie Fleischprodukte, dass sie so riechen und sich anfühlen wie Fleischprodukte. Tatsache ist aber, keiner weiß so richtig, diese ganzen Zusatzstoffe einzusetzen und das Zeug liegt verdammt schwer im Magen. Öffnet man die Packung, verströmt ein Duft, der von echter Wurst nicht zu unterscheiden ist. Und fertig ist die Schlachtplatte. Oder doch? Mmh. Sehr lecker. Und? Lecker. Fleisch. Lecker? Lecker, auf jeden Fall. Ist was Vegetarisches, oder? Es ist Sojaprotein und Weizenprotein. Viele schöne Gewürze. Aber kein Fleisch. Hm. Der verarscht mich. Schmeckt ja richtig nach Fleisch. Ist lecker? Ja, ja. Hätte ich es überhaupt nicht gedacht. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber jetzt, wo ich es so probiert habe, denke ich, ich würde es auf jeden Fall mal probieren, ja. Die perfekte Illusion, vegetarische Fischstäbchen. 84% Trinkwasser, 17% Sojaprotein. Hier ist selbst der Ernährungswissenschaftler verblüfft. Fisch. Da hat das Fischaroma in dem Produkt gute Dienste geleistet, denn hier ist kein Fisch drin. Und trotzdem habe ich diesen Duft nach Fisch. Faszinierend. Cremig im Geschmack. Also eigentlich gar nichts auszusetzen. Außer, dass es eben natürlich Aroma ist, was da drin dieses Aroma ausmacht. Der Verbraucher soll den Ersatz so wenig wie möglich spüren, meint der Ernährungsexperte. Auch diese Bratwürstchen sind von ihren fleischigen Kollegen kaum zu unterscheiden. Hier muss sich aber die Konsistenz den Zutaten geschlagen geben. Was ganz interessant ist, ist, dass die Oberfläche so etwas Papierartiges hat. Und das ist nicht verwunderlich, denn hier drin ist das Verdickungsmittel Methylcellulose. Und Zellulose ist nichts anderes wie Papier. Papier besteht aus Zellulose. Und das passiert hier beim Bratprozess, das trocknet aus und dann wird es so papierähnlich. Kein Drama, wir haben es hier mit einem Fleischersatz zu tun. Es muss ja nicht hundertprozentig sein. Aber vom Geschmack und vom Aroma her durchaus wunderbar. Aber nicht alle Produkte sind eine 1:1 Kopie. Dieses Steak erinnert doch wenig an ein saftiges, zartes Stück Fleisch. Und mit der Kostprobe tut sich der Experte auch schwer. So eine Papiermasse, verklebt und mit Sojasauce getränkt. Das schmeckt nicht nur nicht, sondern das liegt mit Sicherheit ganz schön schwer im Magen. Letzte Runde im Einkaufszentrum, Leberwurst. Da gibt es ja verschiedene Sorten auf dem Markt. Bei der Verpackung sollte man aber genau hinschauen. Also Leberwurst ist klar, aber vegetarisch würde jetzt mir nicht ganz so auffallen, weil ich eher das Bild direkt sehe. Man sieht es halt gleich. Das ist normale Wurst, oder? Nee. Vegetarische oder nicht vegetarische? Das ist hier die Frage. Keine Ahnung. Es ist tatsächlich die vegetarische, ja. Wahnsinn. Okay. Schmeckt wie Leberwurst auf jeden Fall. Ganz normal, wie Fleisch. Cool. Ich hätte es jetzt so nicht erkannt, sage ich mal so. Es hat jetzt einfach ein bisschen frischer geschmeckt, hatte ich so das Gefühl. Also irgendwie so, oder flauschiger, wie soll ich sagen, so ein bisschen
Cremiger, so, genau, cremiger. Auch namhafte Wurstproduzenten haben mittlerweile eigene vegetarische Produktlinien. Was auffällt, die Verpackungen fügen sich geschickt in die Reihe der Fleischprodukte ein. Das zeigt, dass der Hersteller versucht, auch bei der Verpackung darauf zu achten, dass die sich nicht unterscheidet und somit die Qualität, die man von dem Fleischprodukt kennt, auch automatisch auf dem Nicht-Fleischprodukt übertragen wird und wir sozusagen die Produkte auch dann mit der gleichen Qualitätserwartung gerne kaufen. Für den Ernährungswissenschaftler gilt bei den Fleischersatzprodukten dasselbe wie für alle Fertigprodukte: ab und zu ist okay. Die gesamte Ernährung sollte darauf nicht basieren. Unter den Testessern haben nur sehr wenige den Fleischersatz herausgeschmeckt. Geschmacklich kamen die vegetarischen Produkte sehr gut an.